Guck mal, hier ist die oberste Rippe und hier komme ich so mit vier Fingern. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Ich weiß nicht, wie wenn mir jemand ein Messer da unten reinsticht. Einen wunderschönen guten Tag, Team Tabia, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich starte gerade das Video, es ist natürlich der Vlog Nummer 3 und ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, denn unsere Hebamme hat uns gerade spontan geschrieben, dass sie auf dem Weg zu uns ist. Ich hatte eigentlich einen Termin, den ich jetzt verschoben habe. Wir sind der Meinung eigentlich, wir haben keinen Termin. Naja, auf jeden Fall ist sie auf dem Weg, besucht uns hier in der letzten, einer der letzten Schwangerschaftstage, Wochen. Jody ist sich gerade schnell fertig machen und dann schauen wir gleich mal, was uns eigentlich erwartet, weil wir wissen noch nicht mal, mit welcher Thematik sie zu uns kommt. Gar nicht stressig, nein. Das soll niemand sehen, da drin ist verhaut. Ja. Gestern erst aufgeräumt und jetzt sieht es schon wieder aus wie bei Hempels. Gut, dass du aufgewacht bist gerade. Ja, sonst hätten wir das verpeilt. Oh Gott, hier sieht's auch aus. Schatz, was hast du die letzten 10 Minuten gemacht? Hast du ich hab gefilmt. Aufgeräumt? Nein, ich hab nicht aufgeräumt. Sie kommt nicht in die Küche, keine Sorge. Ist mir egal, ich möchte es trotzdem ordentlich machen. Ich hatte gestern alles blitzeblank geputzt. Alles. Und gestern hast du alles aufgegessen, dementsprechend stehen hier ganz viele Teller. Ja, ich war. Ja. Hast du recht. Ja. Hi. Na, hi. Was Neues? Dein Bauch ist gar nicht mehr gewachsen, finde ich. Das ist schwarz, schwarz kaschiert. Das ist schwarz kaschiert. Ja, das stimmt. Ja. Das heißt, ich finde, der Bauch ist jetzt gar nicht mehr so. So ein Streifen jetzt schon vom Gummi. Weil der ist ja schon runtergerutscht, ne? Der Bauch, ja. Ja, ne? Finde ich eigentlich find ich auch voll. Aber gut, das muss ja nichts heißen. Bitte in schwarz? Ein bisschen Milch. Bitte schön. Aber jetzt wird es ja auch interessant, ne? Danke dir. Laura, könntest du unseren Zuschauern denn so ganz kurz erklären, was du genau machst? Genau, geburtsvorbereitende Akupunktur machen relativ viele Frauen. Kann man ab der 36 plus 0 Schwangerschaftswoche machen. Macht man dann einmal die Woche, also einmal in der 36., 37., 38. und 39. Schwangerschaftswoche, insgesamt viermal. Und soll den Muttermund ein bisschen öffnen, den Gebärmutterhals verkürzen. Ja, und die Wehentätigkeit etwas vorantreiben und entspannen. Genau, und bei den ersten zwei Sitzungen setzt man immer drei Nadeln und bei der dritten und vierten Sitzung werden in beide Beine vier Nadeln gesetzt. Unter anderem in den kleinen Zeh. Das ist immer so der Punkt, der so ein bisschen verhasst ist. Ja, das habe ich gehört, dass der wehtun soll. Ja, mal so, eigentlich schraubt man die Nadeln ja nicht. Ach. Ja, genau. Und auf manche Punkte reagiert man halt so, dass das wehtut. Der soll hinterher nicht mehr schmerzen. Wir warten jetzt noch mal eben ein bisschen und wenn er gleich immer noch wehtut, dann würde ich ihn wieder ziehen. Oh Gott, das sieht aus. Dann würden wir ihn noch mal neu setzen, ne? Weil die Nadel soll nicht schmerzen, wenn sie drin ist. Ganz häufig ist das so, dass man auf einer Extremitätenseite ein bisschen fühliger ist. Kann sein, dass das bei dir links ist, weil rechts hast du ja gar nicht reagiert. Und wenn die Nadeln liegen, soll das gar nicht wehtun. Dann soll das eher so ein ausschweifendes, entspannendes Gefühl sein. Wie entspannt ist es? Also die ganz oberste, aber es klingt gerade ab. Siehst du? Ja, dann warten wir einfach mal. Wenn es weiterhin wehtut, dann manchmal ist das so. Ne, es klingt ab. Okay. Und dann kommt morgen unsere Kleine quasi. Mhm. Von mir aus? Ich hab Zeit. Du hast Zeit. Ich hab Zeit. Was sind wir jetzt? 39 plus? 3, haben wir gerade gesagt. 38, 38 plus 3. Ja. Also wir befinden uns in der 39. Genau. Woche, aber man sagt dazu 38 plus 3. Heute ist ja ein richtig spannender Tag. Erstmal Akupunktur spontan, jetzt dann später noch Osteopathentermin oder hier Dingsmassage. Ja. 20 Minuten später. 20 Minuten später, so sieht's aus. Tut was weh? Nee. Gut. Ich bin mal gespannt. Geht's jetzt los? Soll ich die Tasche packen? Jetzt sofort. Jetzt hören wir mal kurz die Herztöne ab von unserer kleinen Prinzessin. Sie ist ruhiger geworden auf jeden Fall, ne? Mhm. Ich habe vorhin gefragt. Schläfrig? Da freut sich Mama. Die wird abends wach. Die ist auch meistens abends wach. Man sagt ja, die behalten so den Rhythmus erstmal bei, ne? Am Anfang ist es auch so, 4 bis 6 Wochen, bis sie so den ersten Tag- und Nachtrhythmus überhaupt haben. Ja. Juhu! Ja. Gestern lagen wir um 12 im Bett, gestrampelt wie verrückt. Das wird ja in Zukunft auch so sein. Gibt Schlimmeres. Das stimmt. Du nochmal und dann ist gut. Der Jody hat ja schon gesagt, dass die Gebärmutter gefühlt ein bisschen weiter runtergerutscht ist. Sind wir mal gespannt, was du sagst. Also der Fundus ist definitiv. Guck mal, hier ist die oberste Rippe und hier komme ich so mit vier Fingern runter. Ne? 36. Zwei, Woche, genau, sitzen die so am Rippenbogen. Und der Popo ist hier, der ärgert dich vielleicht manchmal auch.
Und der Rücken ist hier, das tastet man ganz deutlich. Sie sich wieder rumgedreht, ja. Hier sind die Füße, fühlt man ganz deutlich. Mhm. Sie hat das letzte Mal beim Frauenarzt, hatte sie hier den Rücken. Und gestern habe ich dann auch gedacht, also sie muss sich ja wieder umgedreht haben, weil ich ja hier so stark den Boxer gespürt habe. Und der Kopf ist schon relativ tief, da guck mal, da muss ich schon richtig hier, ne? Muss ich die Hose gerade runterziehen. Mhm. Naja, ist auch klar, hat sich auch schon gut abgesenkt. Also läuft alles so, wie es so laufen sollte, ne? Mhm. Ja. Brauchen wir nur ein paar Wehen. Und irgendwann entspannt sich das wieder von der Schön, Muskulatur. Aber das macht es dauernd. Genau, das ist normal. Das sind diese ganzen Vorwehen, die den Kopf schon runtertreiben und den Gebärmutterhals verkürzen. Echt, weil die so ein bisschen härter sind, das sind die Vorwehen? Wo du immer sagst, der Bauch wird hart. Das sind alles Kontraktionen, die schon was machen. Deswegen ist der Kopf schon so tief, deswegen ist der Muttermund schon ein bisschen geöffnet, sonst wäre das nicht. Wie lang ist denn der Gebärmutterhals, weißt du das? Die Hebamme meinte, nur ist noch ein guter Rüssel. Aber Fingergruppe einlegbar, also es hat sich ja schon ein bisschen was getan. Ja. Was schrieb eine in die Kommentare? Das wirst du fühlst eine richtige Wehe, wenn du das denkst, Gefühl hast. Du denkst, ein LKW überrollt dich. Genau. Kannst du das bestätigen? Ja, manche sagen auch, wie wenn man einen Ziegelstein rauspresst, das ist auch nicht so angenehm. Man hat schon alles Alle gehört. Frauen gucken jetzt gerade dein Gesicht so, oh Gott. Also wenn du dich nicht mehr unterhalten kannst während der Wehe, das hat als meine so Schwester Schmerz, auch gesagt, ja. Dann hast du eine du richtige kannst Wehe. Kannst du nicht mehr reden. Kannst du nicht. Ja. Dann kann er dich noch 5-mal fragen. Es gibt keine Antwort. Ja. Den Termin haben wir ja auch noch gut gemeistert, ganz spontan. Jetzt gab es eine kleine Akupunktur, wie ihr gesehen habt. Geburtsvorbereitende Akupunktur. Ich bin ja gespannt, ob es was bringt. Das müssen wir jetzt 4-mal machen. Also die Hebamme kommt am Freitag direkt wieder. Wenn die Kleine nicht vorher kommt. Wenn die Kleine nicht vorher genau, kommt. Genau, folgt Julie auf jeden Fall auf Instagram. Falls wir dazu kein Video hochladen, werdet ihr auf jeden Fall auf Instagram. Auf meinem Kanal informiert werden. Genau, und heute Abend geht es dann nochmal zu einer Schwangerschaftsmassage. Und dann nehmen wir euch natürlich auch mit, sind wir nämlich auch gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Massage ist immer angenehm. Ja. Ne? Und geburtsvorbereitend, ne? Kann ja sein, dass die Kleine dann sagt, oh ja, jetzt wurde ich doch geknetet, jetzt kann ich auch mal kommen. Warum werde ich eigentlich nicht massiert? Für mich, für mich ist es auch nicht einfach. Ist auch eine Schwangerschaftsmassage. Ja, ich würde auch keine Schwangerschaftsmassage bekommen. Ich glaube, die bieten auch Vätermassagen an, habe ich gelesen. Ja? Ja. Also wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt. Und diese Massage soll Judys Körper ein bisschen auf die Geburt vorbereiten. Wir sind gespannt, ob das am Ende des Tages auch funktioniert und nützlich ist. Wahrscheinlich schwer zu sagen hinterher, ne? Ja. Weil man weiß ja nicht, wie es ohne gewesen wäre. Das stimmt auch wieder. Also beim nächsten Kind ohne Massage. Wir befinden uns jetzt im Patimela Baby Spa und ich bekomme eine Schwangerschaftsmassage von der lieben Hanna. Wofür ist eigentlich so eine Schwangerschaftsmassage da? Die Schwangeren kommen oft zu uns, weil es gerade zum Ende der Schwangerschaft natürlich anstrengend ist. Mit dem Liegen, mit dem Stehen, Sitzen, alles tut weh. Und hier ist eben die Möglichkeit, durch leichte Berührung einfach Entspannung zu erzeugen, dass halt dein Nervensystem runterfahren kann. Man kann auch leichte Verspannungen lösen, also dass man wirklich in die Muskulatur geht, gerade Schulter-Nackenbereich, unterer Rücken, dass man da leichte Verspannungen lösen kann. Das könnte ich auch gebrauchen. Ja. Kann ich danach auch noch mal ran? Gerade im Hinblick auf die Geburt ist das natürlich schön, wenn man dann so möglichst entspannt und gelockert dann in die Geburt geht, denke ich. Genau, man kann so ganz sanfte Techniken am Becken machen, damit das Becken halt für die Entbindung beweglich ist. Mhm. Immer vorsichtig natürlich und kontrollierte Techniken, aber dass einfach Entspannung da ist, dass das Kind gut durch das Becken kann. Ja. Bisschen neidisch bin ich, Anna. Fühlt sich auf jeden Fall angenehm an. Ich muss wieder warten, bis mein Physiotherapeut dann später zu uns kommt. Stimmt eigentlich. Eigentlich habe ich noch einen gut, weil du wirst viel öfter massiert von Max als dafür ich. Dafür massiere ich dich immer. Ja, aber ja nicht so. Ich gucke mir was ab. Entschuldigung. Jodi, real in Person erstmal auch. Ich hab grad Zodbrennen. Liegen. Ja, ich fühle mich mega entspannt, kann man sagen. Sie hat da einen so einen Triggerpunkt, den ich habe in meinem Bein bzw. im Ischias extrem gut getroffen gerade. Also, ich bin gerade noch so ein bisschen verstrahlt. Delirium. Ja. Hoffentlich schläfst du heute ganz ruhig. Sehr, sehr angenehm.
Ja. Ihr könnt jetzt direkt einschlafen. Ja. Dann kriegst du gleich was zu essen, ein Glas Wasser, ja, einen Tee und dann geht's ins Bett. Jetzt. Echt? Mhm. Ich bin auch hungrig. Guckt euch diesen wunderschönen Bauch an. Malträtiert mit Kratzern. Da drin ist unser kleines Baby drin. Bald bist du bei uns, mein Schatz. Bald ich hatte auch tatsächlich unter der Massage gerade eine Wehe. Echt? Mhm. Also ab nach Hause und essen. Ja. Leute, es ist gerade einfach, ich muss gerade laufen wie... Ich habe das Gefühl, sie kommt jetzt. Es drückt einfach so sehr nach unten. Fast zusammengebrochen. Ich muss gerade einfach breitbeinig gehen, weil das einfach so weh tut. Es drückt so richtig. Ihr müsst euch das vorstellen. Ja, jetzt wäre gleich ihr Köpfchen da. Sonst wird jemand von innen Gewichte dran baumeln. So fühlt sich das an. Geht? Ja, jetzt gerade. Ja. Ist okay, ich warte gerade noch, bis mir das nächste Mal was reinsticht. Würde jemand schön Wasser in meine Mu hauen und gut rumdrehen. So fühlt sich das an. Oh, Baby. Oh, ich glaube, ich sehe, wie du dich so quälst. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang. Echt? Meinst du, sie kommt bald? Weiß nicht, also normal ist es jedenfalls nicht. Ich glaube, die Massage hat irgendwas angeregt bei dir. Oder die Akupunktur, wer weiß. Ja. Moschat, was war das denn gerade eben? Weiß nicht. Hast du noch Schmerzen? Dein Bauch ist auch so hier so hart, aber das ist die Kleine, die hier liegt. Oh mein Schatz. Scheinbar hat Judy sehr starke Krämpfe. Ich kann das gar nicht. Das waren keine Krämpfe. Das war. Ich weiß nicht, wie wenn mir jemand ein Messer da unten reinsticht. Ich dachte, meine Blase geht kaputt oder so, aber war nicht. Nee. Und ich weiß nicht, beim Laufen einfach, beim Auftreten so. Und Gebärmutter so richtig stechen. In dem Sinne beende ich, glaube ich, den Vlog an dieser Stelle. Fortsetzung folgt im nächsten Teil. Jodie bekommt jetzt was zu essen und dann braucht sie etwas Ruhe. Und wir sehen uns dann bald wieder, wenn es wieder heißt Baby, 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 meine Freunde. Und ja, vielleicht ist die Kleine dann schon da.